Ihr Lieben, zum Gottesdienst am Sonntag Exaudi nehme ich euch mit in die Stiftskirche St. Materniani und St. Nikolai in Bücken. Hier lasst uns Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorne deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heiles, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Lasst uns beten. Guter Gott, du Schöpfer der Welt,
der allem Geschaffenen das Leben gibt. Wir hoffen auf dich, der du uns gerufen hast durch Jesus Christus, deinen Sohn, aus der Finsternis zum Licht, zur Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Du allein bist der Höchste in der Höhe, der Heilige, der über und in allem ist. Wir bitten dich, sei unser Helfer und nimm dich unser an. Die Bedrängten unter uns errette, der Bedrückten erbarme dich, die Gefallenen richte auf, den Bittenden erscheine zur Hilfe, die Kranken heile, den Irrenden gib Orientierung, speise die Hungrigen, befreie die Gefangenen, hilf den Schwachen auf und tröste die Kleinmütigen. Lass alle Welt erkennen, dass du allein Gott bist und Jesus Christus dein Sohn und wir dein Volk und deine Kinder. Du allein hast die Macht und du allein bist die Güte. Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag steht aufgeschrieben im Buch des Propheten Jeremia im 31. Kapitel. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide groß und klein, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Und Lenk uns.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 3. Kapitel. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an den inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle der Gottheit erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium für diesen Sonntag steht aufgeschrieben bei Johannes im 16. Kapitel. Ehre sei dir, Herr! Jesus sprach zu seinen Jüngern:
Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von den Meinen und wird es euch verkündigen. Lob sei dir, o Christe! Lasst uns gemeinsam mit den Christen aller Zeiten Gott preisen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater, sende uns vom Himmel gnädig deinen Heiligen Geist. Gieß ihn aus in unsere Herzen, wie's dein teures Wort verheißt. Sieh, wir knien betend nieder, wie die Jünger einst getan. Herr, erhör uns, wenn wir rufen, nimm auch unser Flehen an. Lass des Geistes heilig feuern, uns entzünden fort und fort. Lass es neue Wunder wirken, hier bei uns an jedem Ort. Du, o Herr, bist ja derselbe, der du warst zu jeder Zeit. Und dein Geist ist uns verheißen, der in alle Wahrheit leiht. Lass denn deines Geistes Lehren uns entflammen immerfort, dass auch wir zu freud'gen Zeugen finden Mut in deinem Wort, dass wir uns mit Leib und Seele weihen.
Dienst allein und vertrauend deiner Allmacht setzen Gut und Leben ein. Ihr Lieben, heute ist unser Predigtext ein Abschnitt aus dem Alten Testament, und zwar aus dem ersten Buch Samuel, aus dem 3. Kapitel. Ich lese uns das jetzt in der Version der Basisbibel. Der junge Samuel tat Dienst für den Herrn unter der Aufsicht des Priesters Eli. Zu dieser Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr ein Wort mitteilte. Weit und breit gab es auch keine Vision mehr. Eines Tages geschah Folgendes. Eli war bereits zu Bett gegangen. Seine Augen waren im Alter schwach geworden, sodass er kaum noch etwas sehen konnte. Samuel aber legte sich im Tempel des Herrn hin, wo die Lade Gottes stand. Die Lampe Gottes brannte noch. Da rief der Herr den Samuel. Der antwortete: Hier bin ich. Schnell lief er zu Eli hinüber und sagte: Ja, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett. Da ging er zurück und legte sich schlafen. Doch der Herr rief noch einmal: Samuel! Wieder stand Samuel auf, lief zu Eli und sagte: Ja, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er antwortete: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett, mein Sohn. Samuel aber erkannte nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte. Denn er hatte noch nie ein Wort des Herrn erhalten. Der Herr rief Samuel ein drittes Mal. Wieder stand er auf, ging zu Eli und sagte: Ja, hier bin ich. Du hast mich doch gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Eli sagte zu Samuel: Leg dich wieder hin. Und wenn er dich noch einmal ruft, dann antworte: Rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel legte sich wieder an seinen Platz. Da kam der Herr und trat zu ihm. Er rief wie die anderen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, dein Knecht hört. Nach der Abgrenzung im Lektionar endet die Lesung hier. So, das ist eine schöne Geschichte zu dem Sonntag Exaudi, also höre mich. Und ist nur die andere Richtung. Gott will, dass der Samuel hört. Aber der kriegt die Dinge noch nicht richtig auf die Reihe. Man muss dazu wissen, Samuel hat ein besonderes Schicksal. Er ist ein ausgesprochenes Wunschkind einer kinderlos gebliebenen Frau, die im Tempel unter ganz eigenartigem Benehmen, das dem Eli als ungebührlich auffällt, Gott gebeten hat: Bitte schenk mir ein Kind, bitte schenk mir ein Kind. Wenn du mir ein Kind schenkst, ich will es dir geben und es soll dir dienen ein Leben lang. Und so kommt es, dass der Samuel zur Welt kommt. Übrigens, der Name ist Programm. Samuel heißt: Der Herr hört oder der Herr hat gehört. Also eine Frucht einer Gebetserhörung ist dieser kleine Samuel. Und seine Mutter Hanna erfüllt ihr Gelübde. Und als der kleine Samuel entwöhnt ist, also keine Muttermilch mehr trinkt, das ist offenbar in der Zeit, als er 2 Jahre alt wurde, da bringt sie ihn zum Tempel und er wird fortan groß unter den Fittichen des Eli, des Priesters in diesem Tempel. Und der Eli muss damals schon mächtig im Großvateralter gewesen sein. Da passiert es, dass Eli eben schon nicht mehr richtig gucken kann und überhaupt alles ist matt und irgendwie schläfrig geworden, hat man den Eindruck. Ja, und Samuel hat noch nie einen Anruf von Gott gehabt. So wird das hier gesagt. Und offenbar, als Gott ihn anruft, erkennt der Samuel,
die Stimme seines Ziehvaters Eli und rennt deswegen zu Eli hin. Eli, du hast mich gerufen. Dreimal passiert das ja. Also für Samuel, für den kleinen Samuel, ist die Stimme Gottes von der Stimme des Eli nicht unterscheidbar. Sonst würde er nicht zu Eli rennen. Das ist interessant, weil religionspsychologisch und entwicklungspsychologisch kann man die Überlegung anstellen, ob Gott, sofern er sich bei uns meldet, nicht zunächst einmal ein nach innen geworfenes Eltern-Ich ist, das einen anspricht. Und nach, wenn man erwachsener wird, ändert sich das. Beziehungsweise es wird so sehr integriert, dass es nicht mehr als Eltern-Ich erscheint, sondern seinen besonderen Platz als Stimme Gottes erhält. Da kann man Gedanken drüber machen, da kann man auch drüber herumphilosophieren, das kann man machen. Man kann es auch lassen. Ich finde die Sache wichtig als Entwicklungsstadium für den kleinen Eli, dass er zunächst den Anruf Gottes als einen Anruf seines Ziehvaters missversteht. Ich glaube, das könnte vielen Kindern und noch manchem Jugendlichen so gehen, wenn es mit Gott zu tun kriegt. Jetzt gucken wir uns den Eli an. Alt geworden ist er. Er ist ja eigentlich immer treu gewesen in seinem Priesterhandwerk, aber je älter er wurde, desto mehr hat er durch die Finger gesehen, wenn seine Söhne, die ja irgendwann dieses Priesterhandwerk und diese Position erben würden, diese Position missbrauchten für ihren eigenen Vorteil und um sich am Opferfleisch satt zu essen. Das sind alles Dinge, die sind passiert außerhalb des heute aufgegebenen Abschnitts, aber die spielen jetzt eine Rolle. Eli ist alt geworden. Sein Priesterhandwerk tut er getreulich. Gott hatte ihm böse Worte gesagt und ein schweres Schicksal angekündigt und vor allem angekündigt, was über seine Kinder hereinbrechen würde, weil die eben ihre bevorzugte priesterliche Stellung missbrauchten. Das alles liegt aber zurück und er ist nun alt. Und wie heißt das hier so schön? Nur noch selten lässt Gott ein Wort erkennen. Nur noch selten meldet sich Gott überhaupt irgendwo in Israel. Nicht einmal bei dem so erfahrenen Eli. Und es gibt nicht einmal mehr Visionen. Also Visionen jetzt in dem Sinne, dass ein Nachtgesicht oder ein Tagtraum sich so zeigt, dass er auf Gott hindurchsichtig wird und als eine Botschaft Gottes erkennbar wird. Nicht einmal mehr das passiert. Das ist eine andere Geschichte, als wenn wir heute von Visionen reden im Zusammenhang mit der Entwicklung unserer Kirche und wenn so die ganzen Kirchenfunktionäre miteinander über Visionen reden, dann sind das eigentlich eher sehr diesseitige und gar nicht unbedingt von Gott initiierte, sondern von Menschen entworfene Zukunftspläne und Zukunftsideen. Also das ist gar nicht gemeint. Es ist gemeint, dass Gott sich, sei es hörbar oder sei es sichtbar, in irgendeiner Weise bei den Menschen erkennen lässt und das ist selten geworden. Ja, nun passiert es ausgerechnet dem kleinen Samuel, nicht als Vision, sondern als ein Anruf. Es liegt nahe, dass er unter dem Naheliegenden sucht, diesen Anruf zu beantworten und geht zu Eli. Ja, Eli checkt die Lage erst auch nicht. Du hast mich gerufen, ich hab dich nicht gerufen. Du hast mich gerufen, ich hab dich nicht gerufen. Allmählich dämmert es dem Eli, da ist er ja nun doch erfahren genug als Priester, dass auf seine alten Tage nochmal sowas passiert, was er seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hat, nämlich dass Gott sich selber bemerkbar macht. Und dann gibt er dem kleinen Samuel den Rat, leg dich wieder hin und wenn du den Ruf wieder hörst, dann sag, ich bin bereit,
Ich höre dir zu. Sprich. Und diesen Rat befolgt der Samuel. Als er wieder angeredet wird: Herr, ich höre dir zu. Sprich. Und da macht unser Lektionar einen Cut und schneidet den Rest des Kapitels ab. Ich finde mich in dem Eli gut wieder. Viel von dem, was mir als Jugendlicher, als junger Pastor, wie selbstverständlich war, dass Gott auf irgendeine Weise Zeichen gab und Zeichen setzte, denen ich auch folgen konnte, ist im Laufe der Zeit weniger geworden. Ich habe als junger Pastor immer genügend Zeit gehabt für Unvorhergesehenes. Und ich habe mir die ganze Zeit meiner Berufstätigkeit hindurch immer die Zeit so eingeteilt, dass fast jederzeit Unvorhergesehenes hätte kommen können, auf das ich hätte reagieren können. So habe ich auch in der Region gerne und mit Freuden die Notfallseelsorge übernommen und übernehme sie aus dem Ruhestand heraus zum Teil immer noch, weil meine Kollegen die Zeit anders einteilen und für Unvorhergesehenes wenig Zeit erübrigen. Doch hat sich was geändert, obgleich ich immer Zeit ausgespart habe. Doch hat sich was geändert. In jüngeren Jahren konnte es passieren, ich saß am Mittagstisch und mir kam die Idee: Ach, hast Oma Feldmann lange nicht gesehen, geh doch mal nachgucken. Und ich bin hingegangen, habe da geklingelt, habe gesagt: Guten Tag. Und wer mir aufmachte, war die Tochter, und die sagte: Ja, Sie kommen ja wie gerufen, kommen Sie doch mal rein. Und da hatte die Oma einen Krankenbesuch nötig, einen regelrechten Krankenbesuch. Und ich war gekommen wie vom Himmel gerufen, aufgrund einer Idee, die mir beim Mittagessen kam. Sowas ist mir in jüngeren Jahren häufig passiert, in den letzten Jahren nur noch sehr selten. Ich habe keine Ahnung, warum das nur noch selten ist, aber vielleicht ist das ja auch eine Alterserscheinung, wenn man älter wird, dass einem sowas nicht mehr so passiert. Immerhin, der Eli kriegt jetzt die richtige Idee und sagt: Ja, also wenn ich den Jungen nicht rufe, aber er wird immer gerufen, und hier ist ja sonst weit und breit keiner, dann muss es schon Gott selber sein. Ja, und er lebt Eli auf seine alten Tage, dass er als Priester noch einmal guten Rat geben kann, und die Verbindung zwischen Samuel und Gott knüpfen helfen kann. Nichts anderes ist es ja, was wir Priester machen. Die Verbindung zwischen Gott und einem Menschen knüpfen helfen. Mehr können wir nicht machen. Und dem Eli gelingt das auf seine alten Tage gegenüber seinem Ziehsohn, den er wahrscheinlich abgöttisch geliebt hat. Ein Kind, das einer Gebetserhörung entspringt und das ihm in Erfüllung eines Gelübdes an Gott überantwortet ist, es zu erziehen nach bestem Wissen und Gewissen, der muss den Kleinen geliebt haben. Ja, dann passiert das. Das erfüllt sich was für den Eli. Vielleicht erfüllt sich ja für unsere alt gewordene Kirche, die schon lange nach meinem Eindruck keine Visionen mehr hat, außer denen, die uns der englische Sprachraum ermöglicht hat, die nämlich sehr diesseitig sind und eher menschlichen Planen entspringen als dem Anruf Gottes. Vielleicht kriegt unsere Kirche ja auch noch mal das mit, dass der liebe Gott sich bei ihr persönlich meldet. Ich wünschte es mir sehr, und ich wünschte dann offene Ohren. Und ich wünschte dann auch noch jemand, der möglicherweise alt ist und erfahren und sagen kann: Hier, darauf hört, da erhebt Gott seine Stimme. Geht daran nicht achtlos vorbei. Wer weiß, was passiert, das ist in Gottes Hand. Und ich wünschte nur, dass dann die Ohren nicht verstopft wären. Lasst auch ihr eure Ohren nicht verstopfen, sondern seid gewärtig, dass unter allen möglichen Umständen
Gott sich immer mal melden kann bei euch. Und dass er das mitunter sehr verborgen tut oder auf eine Art und Weise, die missverständlich ist, dass man nicht gleich merkt, er ist es. Geht über solche Dinge nicht achtlos hinweg und spart immer eine Zeit aus für Unvorhergesehenes, in dem Gott euch rufen könnte, etwas Besonderes zu tun, das nicht im Kalender steht. Amen. Ach, nimm mich hin, du Lamm.
Lasst uns beten. Ewiger Gott, du regierst in Weisheit und Güte. Sende uns deinen Geist und lenke uns nach deinem Willen, dass wir dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt Gottes Segen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.